Ihr hört Merle, das steinerne Licht von Kai Meier, gelesen von Simon Jäger. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Sohn des Horus. Tief unter den Schwingen des Obsidianlöwen zog die Landschaft dahin wie ein Meer aus Asche. Vermitrax Körper aus pechschwarzem Stein glitt scheinbar schwerelos unter der dichten Wolkendecke dahin. Das Mädchen auf seinem Rücken hatte das Gefühl, als könnte es die wattige Unterseite der Wolken berühren, wenn es nur den Arm danach ausstreckte. Merle krallte sich mit beiden Händen in die Mähne des geflügelten Löwen. Vermitrax langer Pelz war aus Stein, wie sein ganzer Körper. Doch aus Gründen, die Merle nicht kannte, fühlte sich sein Haar weich und biegsam an. Nur eines der zahlreichen Wunder, die der Steinlöwe in seinem tonnenschweren Obsidiankörper barg. Der Wind war in dieser Höhe empfindlich kühl und schneidend. Er drang ebenso mühelos durch Merles rotes Cape wie durch das grobe, wadenlange Kleid, das sie darunter trug. Der Saum war hochgerutscht und entblößte ihre Knie. Die Gänsehaut auf ihren Schenkeln schien ihr mittlerweile ebenso selbstverständlich wie ihr knurrender Magen und die Ohrenschmerzen, die sie von der Höhe und der kalten Luft bekam. Immerhin schützten die klobigen Lederschuhe ihre Füße vor der Kälte. Ein schwacher Trost angesichts ihrer verzweifelten Lage und des menschenleeren Landes, das 100 Schritt unter ihnen dahinzog. Vor 2 Tagen war Merle auf Vermitrax Rücken aus ihrer Heimatstadt Venedig entkommen. Gemeinsam hatten sie den Belagerungsring des Imperiums durchbrochen und flogen nun nach Norden. Seitdem hatten sie unter sich nichts als verwüstete Einöde gesehen. Leere Ruinenstädte aus gezahnten, ausgeglühten Mauerreihen, verlassene Gehöfte, niedergebrannt oder unter den Sohlen der ägyptischen Armeen zu Staub zermahlen. Dörfer, in denen nur noch streunende Katzen und Hunde lebten, und natürlich jene Stellen, an denen das Erdreich aussah wie umgekrempelt, aufgewühlt und von Kräften verheert, die 1000-mal stärker waren als jeder Ochsenpflug. Allein die Natur widersetzte sich der brachialen Macht des Imperiums. Und so kam es, dass viele Wiesen in frühlingshaftem Grün erstrahlten, dass sich blühende Fliederbüsche über verödeten Mauern erhoben und die Bäume dichtes, saftiges Laub trugen. Die Kraft und das Leben all dieser Pflanzen standen in einem höhnischen Gegensatz zu den verlassenen Höfen und Ansiedlungen. »Wie lange noch?« fragte Merle mürrisch. Vermitrax Stimme war tief wie ein Brunnenschacht. »Einen halben Tag weniger als heute Mittag.« Sie erwiderte nichts, sondern wartete, dass sich die geisterhafte Stimme in ihrem Innern meldete, wie meist, wenn Merle Trost oder ein paar aufmunternde Worte brauchte. Aber die fließende Königin schwieg. »Königin?« fragte sie zaghaft. Vermitrax hatte sich längst damit abgefunden, dass Merle gelegentlich mit jemandem sprach, den er weder sehen noch hören konnte. Er erkannte rasch, wenn ihre Worte nicht an ihn gerichtet waren. »Gibt sie keine Antwort?« fragte er nach einer Weile. »Sie denkt nach«, kam es über Merles Lippen. Aber es war nicht sie selbst, die diese Worte aussprach. Die fließende Königin hatte sich einmal mehr ihrer Stimme bemächtigt. Mittlerweile tolerierte Merle diese Unart, auch wenn sie sich im Stillen darüber ärgerte. Im Augenblick war sie froh, dass die Königin überhaupt ein Lebenszeichen von sich gab. »Worüber denkst du nach?«